Willkommen zurück in den Regenwäldern von Echo. Wir sind immer noch auf der Suche nach Ananas. Ich habe hier drei Ananaspflanzen gerade gefunden. Da ist eine und hier war auch noch irgendwo eine und da hinten war noch eine. Aber so irgendwie viel ist das gerade nicht. Deswegen laufe ich schon mit aufgeklappter Karte hier durch die Gegend. Im Falkplan, natürlich. Mit unserem guten, aufgeklappten Falkplan, der einem auch so gut die Sicht versperrt, ist ja echt wie im richtigen Leben. Das finde ich toll. So, wir gucken nochmal weiter, ob hier nicht vielleicht noch irgendwo ein Ananas uns anlacht, angrinst, anschmunzelt oder auslacht, mit dem Finger auf uns zeigt. Nee, hier ist nichts, glaube ich. Ich sehe fast hier nur wenig. Aber ich bin im Allgemeinen sehr betriebsblind. So, dann wollen wir mal gucken. Hier müssen ja eigentlich auch langsam mal mehr Ananas wachsen. Mir reichen aber völlig die gemeinen Dschungel-Ananas. Ich brauche die nicht unbedingt aus dem Meer. Das war ein Scherz. So, schauen wir mal hier. Die Karte ist wirklich sehr, sehr groß, aber ja, das ist leider notwendig und entschuldigt, wenn ich zwischendurch mal schlucken muss. Das liegt aber daran an meinem Speichelfluss. Der ist etwas erhöhter gerade, weil ich gerade auch am Trinken nebenbei bin. Nämlich Kaffee. Wie immer. Ja, auch bei 40 Grad trinke ich Kaffee. Weil das kühlt mich ein bisschen besser runter als ein kaltes Wasser. Sorry. Ist so. Verzeihung. So, schauen wir mal hier. Hier ist auch keine Ananase. Aber da oben sollen angeblich welche drauf sein. Da oben. Also gehen wir doch mal hin. Und hier ist, glaube ich, auch der Bereich, wo die alle wachsen sollen. Eine. Na gut, wo eine wächst. Da wachsen auch gelegentlich zwei. Hier soll ja nun ein sehr großes Wachstumsgebiet sein. Also ein sehr großer Erntebereich. Hier irgendwo, da vielleicht. Ach hier, ich habe gerade schon zwei gesehen. Ja, ja. Ich gucke mich nur mal um, ob ich noch mehr sehe. Hier ist eine und hier war auch noch irgendwo eine. Hier. So. Naja, 40. Bleiben noch 160. Da müssen wir noch 40... 40 Ananaspflanzen müssen wir noch finden. Alter. So, weil. Noch 40. Eieieiei. Okay. Na gut. Das heißt, ich muss quasi den ganzen Dschungel umgraben. Naja, gut. Ja, und das war's wieder mit Ananas oder was? Zwei Stück und dann tschüss. Oder wie? Hier ist noch eine. Ist auch hier ganz fürchterlich gerade. So. Ich wollte die Mappe mal zumachen. Dann versperrt die uns nicht immer so die Sicht. So, hier ist auch noch eine. Da ist doch gerade schon da. Dankeschön. Sehr gut. Da ist auch noch eine. Ja, so langsam werden wir Experten. Naja, gut. Also theoretisch. Theoretische Experten sind immer die Besten. So, schauen wir mal hier. Papaya, gut. Ah, hier ist noch zwei Ananasen. Die wollen wir auch gleich mal ranlassen. Drei sogar. Ja, sehr gut. 74 haben wir jetzt schon. Das ist aber immer noch nicht genug. Ich wünschte, ich wüsste, ob ich davon 150 oder 200 Ananasen brauche. Weißt du, und dann hoffe ich mal auf mein Glück und gehe nur mit 150 nach Hause und dann brauchen wir noch 50 mehr. Das wäre es noch. Das wäre dann echt zum Heulen. Und ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um nachzuwachsen. Das weiß ich nicht. Die habe ich nämlich auch nicht verändert. Ich wollte das Spiel auch nicht so wahnsinnig leicht machen. Deswegen habe ich die Wachstumszeiten nur von Bäumen etwas verändert. Dass sie halt schneller wachsen. Weil in der Wüste haben wir nicht so wahnsinnig viele Bäume. Da haben wir eher Kakteen. Aber die Kakteen, die wachsen so schnell, dass ich da halt die Wachstumszeit nicht beschleunigen musste. Jetzt muss ich mal gucken. Hier waren doch noch irgendwo... Hier ist wieder nichts, ne? Hier ist wieder gar nichts. Oder vielleicht da... Da gerade noch irgendwas funkeln sehen, irgendwas Gelbes. Nee. Hier vielleicht noch.
Könnte sein. Nein, auch nicht. Nein, 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 nein. Das sind nur die Papaya. Da unten sind ein paar Steinpilze. Steinpilze im Regenwald. Gut, ich frage nicht weiter. Aber hier wachsen echt viele Papaya. Echt eine Menge Papayas wachsen hier, wirklich. Ah, hier ist noch Ananase. Ananasen sind immer gut. Ich liebe meine Ananas. Ich liebe das. So, 3 Stück mal wieder. Sehr gut, sehr gut. Ich halte meine Rüssel in die Luft. Ich rieche Ananasen. Ich rieche eine nasse Ananas. Nee, das wird schon wieder. Das ist jetzt gerade ein bisschen eklig. Mir wird gerade ein bisschen übelst. So, dann hier haben wir noch eine. Ich wusste, ich habe eine nasse Ananas gerochen. So, 100. 100. Es sind bisher genau 100. Okay. Moment, dann legen wir die mal hier oben rein. Ja, das Pflanzengekrödel habe ich wieder einfach so wieder ausgerissen. Weil ich dachte, ich hätte eine Ananas vor Augen, aber gut. Das war ja nichts. Da ist auch noch eine, ich sehe sie. Ha, erwischt. So, 104. Jetzt brauchen wir noch 96 Ananas. 92 nur noch. Na, ist vielleicht doch nicht so schwierig. Man muss nur langsam durch den Dschungel gehen und vielleicht auch ein Wachstumsgebiet von denen auch mal zufällig mal finden. Gut, wir haben es jetzt nicht so wahnsinnig zufällig gefunden, aber was habe ich da schon im Inventar? Weiß ich nicht, was ich da schon aufgesammelt habe. Ich weiß auch nicht, womit und wann. Ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah, hier. Ach, noch so viele Ananas. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 72 brauchen wir noch. Nur noch 72. Ah, es geht doch. Das ist doch in Ordnung. Es kann auch gerne so schnell weitergehen. Hier ist noch eine. 68 sind es nur noch. Ja, ich weiß. Ihr könnt selber zählen und. Aber ich sag's gerne. Oh Gott, muss ich ja sagen. Ich kann natürlich auch einfach mal so wortlos durch den Wald hier latschen. Das können wir auch machen. Also so eine Folge mal. Ah, die wird dann sehr ruhig. Die wird dann sehr ruhig und vor allem, wenn ich dann vielleicht nur noch buddele. Ich glaube, das wäre gemein. Nein, das bringe ich selbst nicht übers Herz. Nein, das kann ich nicht bringen. Hier sehe ich gerade keine Ananas durch. Du bleib doch nicht an jedem Furz- und Feuerstein hängen, so mit deinem fetten Arsch, du. Deinem Saugknopf da hinten dran. So, Papaya wächst hier en masse, aber keine Ananas. Oh, es reimt sich. Das ist schön. Was sich reimt, ist gut. So, kommen wir da noch irgendwie hoch? Ja, kommen wir. Und hier schon die nächste Ananas. Und sie ist auch reif genug. Sehr gut. 64 nur noch. Ich weiß, ich bin ja schon zigmal hin und her gelaufen, aber die Ananasfrüchte, die werden gerne von anderen Blättern verdeckt. Deswegen müssen wir Gebiete teilweise sehr oft ablaufen. Nicht weglaufen, sondern ablaufen. Ja, Papaya, sehr gut. Hier ist noch eine Ananas. Jawohl. Also 4. Ne? Wenn ich sage eine, dann kriegen wir immer 4 raus. Da ist auch noch eine, also 4. So, jetzt noch 56. Was das ist, weiß ich nicht. Steht aufnehmen dran, aber ich sehe nicht mal da eine Frucht dran. Von daher wird das auch keine Ananas sein, glaube ich. Glaube ich zumindest. Da glaube ich ganz fest dran. Also diese Ananasreise, die, Ich suche Ananas, als ging es um mein Überleben. So ein bisschen ist es ja so. Ansonsten kommen wir nicht vorwärts mit der Forschung, mit dem Kochen und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann klicklich verhungern, aber es geht leider nicht in Echo. Ich bin ja mal gespannt, wann die LKWs Schadensmodelle kriegen, also wann man die reparieren muss. Und ich hoffe, das wird nicht allzu häufig sein. Das wäre echt schäbig. Das wäre ganz, ganz schäbig. Weißt du, fährst 2 Meter damit und dann fliegt schon so ein Reifen ab oder so. Das wäre es noch. Das wäre zwar lustig, aber irgendwann würde es, glaube ich, nerven. Mhm.
52, wir brauchen nur noch 52, Mensch. 13 Ananaspflanzen. Wäre doch irgendwie möglich sein, die hier noch irgendwo zu finden, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Da sehe ich nur Papaya. Ja, nee. Und das da? Auch nur Papaya. Toll, jetzt bin ich runtergefallen. Auch nur Papaya. Müssen wir hier nochmal durch. Wie gesagt, jeden Weg müssen wir mehrmals abgehen, damit wir auch keine Papaya, keine Ananas übersehen. Ja, jetzt natürlich sage ich Papaya und jetzt finde ich natürlich sofort eine. Papaya kannst du echt schlecht übersehen, aber die Ananas, das geht echt schnell. Nee, ja, nee, ja, nee. Sollten wir vielleicht nochmal hier weitergehen? Machen wir jetzt einfach auf. Wir gehen mal hier unten lang. Da oben haben wir ja scheinbar schon überall abgegrast, oder? Ich guck nochmal. Ich glaube, hier dürfte nichts mehr sein von Ananas. Ah, Gott, dieses... Warte, diese Blätter dauernd durch den Mund, Mann. Da bekommt der Begriff, sich den Mund fusselig zu reden, eine ganz andere und neue Bedeutung. Ananas hinter, vielleicht hat sich hier irgendwas versteckt. Nein, kann es nicht aufnehmen. Das ist nur Bodendecker und nein, hier wächst bestimmt nichts drauf, das fällt. Obwohl, vielleicht hier drauf. Schauen wir mal. Wir gucken alles durch, wir suchen alles ab, aber irgendwie habe ich das komische Gefühl, dass wir schon wieder das Wachstumsgebiet und das Erntegebiet von Ananas wieder verlassen haben. Da ist noch eine. Hier ist noch eine. Sehr gut. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt. Aber wir brauchen trotzdem noch weitere 48. 12 Pflanzen. Das wird doch irgendwie möglich sein, Mann. Das muss doch irgendwie machbar und schaffbar und realisierbar sein. Das wäre wirklich ganz, ganz toll, wäre das. Das finde ich jetzt wirklich ganz, ganz toll, wenn wir das jetzt auch in dieser Folge noch alles hinkriegen, die nicht mehr allzu lange ist. Ansonsten ist das Spiel daran schuld, dass die Zuschauer wieder über Länge gucken müssen. So. Genau, dann ist einfach mal Echo daran schuld. Genau. Habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. So, gucken wir mal weiter nach Ananas, aber... Ich weiß, ich könnte einfach die Wachstumsgebiete abgrasen, irgendwie. Könnte ich machen, aber ich wollte nicht dauernd hier rumkonsolieren. Konsolieren. Sondern schon ein bisschen auch die Schwierigkeit auch suchen. Ne? Und das ist nun mal ein bisschen schwierig, hier Ananas zu finden, weil die auch so weiträumig auch wachsen. Und von dem Gestrüpp hier überall verdeckt werden. Westen, Nordwesten, Südwesten, tralala. Ich laufe manchmal nach Westen, mal nach Norden, mal nach Süden, mal nach Osten. Und trotzdem ist es zu Hause noch am Boston. So. Hier wieder viel hoch. Vielleicht kommen wir nicht zu hoch. Das ist zu hoch für mich. So. Dann wollen wir mal hier drumherum. Also dieses Verlangsamen durchs Gestrüpp, das ist zwar sehr, sehr reell, aber es ist störend in einem Survival-Game. Gerade wie Echo, wo eh alles ein bisschen länger dauert und dann noch die Produktionszeiten alle hochzuschrauben. Und dann noch zu sagen, ja, Steine, das geht auch uns noch viel zu schnell. Das wollen wir eher an andere Dinge anpassen, die auch ein bisschen länger dauern. Ja, das ist sehr sinnvoll. Ich finde, man sollte das irgendwo... in einer Liste einstellen können, in den Einstellungen. Das wäre schöner. Das wäre wirklich besser. Die Wachstumszeiten zum Beispiel oder wie viel man rauskriegt, so von bis zum Beispiel 1 bis 4, 4 bis 8 oder 4 bis 10, 10 bis 16 oder so irgendwie.
an Früchten oder Gekrösel oder so ein Kram. Das wäre, glaube ich, schon gar nicht mal so schlecht, wäre das. Oder wie schnell ein LKW gebaut wird, wie viele Rohstoffe dafür benötigt werden und so weiter und so weiter. Ja, das wäre, glaube ich, ganz schön. Aber so weit ist Echo noch nicht. So, 4 Ananas haben wir nochmal gefunden. Wir brauchen trotzdem 11 weitere Pflanzen. 44 Früchte. 44. Alter, wächst ja auch mal irgendwo noch ein bisschen mehr nasser Ananas. Das wäre schön. Aber irgendwie... Hallo? Hallo? Okay, da ist niemand. Niemand. Aber hier vielleicht noch... Was? Warum ist das hier auch so hoch? Ach Mensch, glaubst du es denn? Dann machen wir es von hier. Ah, toll, jetzt bin ich auch noch ganz runtergeklatscht, ey. Glaubst du es ja nicht. Ach Mann, Echo, willst du mich echt schneiden gerade? Ich glaube, Echo will mich echt ein bisschen veräppeln. 1, 2, 3. Ach so, das ist schon 3er Höhe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann habe ich hier aber nur noch 2er Höhe bis dahin. Ja, habe ich gehabt. So. So, hier ist doch wieder, Baum. Das ist doch wieder Baum. Das ist doch wieder so ein Fake-Bodendecker, natürlich. Flupp. Und schon bin ich wieder unten. Ist ja toll. Ja gut, Ananas. Weiter Ananas suchen. Wir ziehen mal weiter Richtung Norden. So. Das plötzliche Aufhören von dem Land. Nun lass mich doch mal durch, danke. Dankeschön, Dankeschön. Jawohl, ja, so ist sehr, sehr nett. Danke, vielen Dank. Jetzt sind wir wieder ganz oben. So, Ananas. Südosten, wir gehen schon wieder Richtung Süden. Ach. Nordosten ist vielleicht ein bisschen besser. Ich gucke gleich nochmal auf der Mappe. Das bringt ja uns nichts. Wir müssen Wachstumsgebiete absuchen. Dafür haben wir die Mappe. Pflanze, Pineapple. Pineapple, wo bist du denn? Pineapple, Ananasbevölkerung da. Da waren wir schon. Hier ist noch was. Richtung Osten. Richtung Osten, Südosten. Alles klar. Ist zwar ein bisschen sehr wenig da, aber könnte vielleicht reichen. Das wäre zumindest schön. Klar. Ja. So. Südosten. In die Richtung. Mach los, klapp den Falkplan zu. Ich weiß, es dauert ein bisschen, aber brauchst du einfach nur zusammenknüllen. Da passt das schon. So, dann also weiter Richtung Südosten. Ja, trotzdem müssen wir uns immer umgucken. Nicht, dass wir hier auch noch eine Ananas auf dem Weg vielleicht übersehen oder vielleicht sogar 11. Sonst hätten wir uns den ganzen Weg nämlich bis dahin auch sparen können. Dann hätten wir uns klemmen können und also knicken und schneiden und blablabla. Aber... Es sieht ganz so aus, als wenn die wirklich nur in und um die Wachstumsgebiete drumherum wachsen und das wirklich nur sehr, sehr verhalten. Ja, aber schauen wir mal weiter. Hier ist Ananas, hier ist noch Ananas. Juppie, supi, eine. Wenigstens eine. Jetzt brauchen wir trotzdem noch 40. 40 Früchte, 10 Pflanzen. Du, beweg doch mal deinen fetten Arsch hier durchs Gemüse, Mann. Du Gemüsemann. So. Hier ist nix. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Ja, außer als Blattwerk, was mir ständig ins Gesicht reinschnellt. Ich habe schon ganz blutige Striemen im Gesicht davon. Nee. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Nee, nichts zu sehen. Von oben kann man sie eigentlich ganz gut erkennen, aber... Auch nur, wenn nicht zu viel Blattwerk da drüber hängt. 10 Ananaspflanzen. Meine Güte, wie schwer kann das sein? Richtung Osten. Richtung Südosten eigentlich wissen wir sogar. Also hier in diese Richtung. Weißt du, und dann taucht so ein Vollbildblatt auf einmal auf. Weißt du?
Ich könnte verwetten, dass dahinter bestimmt Ananas sind. Nein, sind es nicht. Ausnahmsweise sind da keine Ananasen dahinter. So, mal hier mal gucken. Ist hier noch irgendwas Ananasartiges? Nö. Alter, ist ein Gehüppe hier. Gut, also wieder raus. Südosten. So. Da noch irgendwas gesehen gerade? Nee, war gerade so. Na, scheint sich auf meinen Magen zu beschränken, aber ich glaube, wir sind in der richtigen Spur gerade. Dass wir auch schon bald unsere Bücher auch fertigen können. Und ja, hier ist doch eine. Hier ist doch eine Ananas. Nur beweg deinen Arsch. Deinen holzigen Hintern. Wir brauchen noch 9 Pflanzen brauchen wir noch. Noch 8. Ja, sehr gut. Noch 8. 32 Früchte brauchen wir davon noch. 32 Ananasfrüchte. 28 nur noch. Jawohl. 7 Pflanzen. 7 Ananaspflanzen nur noch. Pass auf, die letzte davon gibt dann eine. Oder die letzte finden wir dann überhaupt nicht mehr. Das, Alter, ist ja so schäbig, das wäre so schuflig. Das wäre echt nicht schön. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass ich hier regelmäßig, also dass ich wahrscheinlich mit gar keinem Gesicht mehr hier rausrenne. Irgendwann besteht mein Gesicht wahrscheinlich nur aus Schädelknochen. Bestimmt. Ich muss mal hier kurz mal... Sorry. Sorry. Sag mal, kannst du mal hochgehen? Das wäre schön. Danke. So. Ich habe mal kurz so frei. So. Und hier ist noch eine Ananas. Jetzt braucht man nur noch 4. 4? Quatsch, 6. Wir brauchen 6 Ananaspflanzen noch. 6, nicht mehr 4. Nicht nur noch 4, wir brauchen noch 6. Und wir sind schon im Überlängebereich. Ist ja fantastisch. Ja, ansonsten machen wir das nächste Folge. Aber dann können wir nächste Folge noch nicht anfangen zu backen, ne? Brauchen noch 5. Das möchte ich eigentlich schon nächste Folge schon in Angriff nehmen, weil das auch ein Weilchen dauert. Ah, da, hier. Jetzt sind es nur noch 4, die wir brauchen. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir die auch jetzt schon bald zusammengesammelt haben. Auch wenn ich gerade keine in meinem Blickfeld habe. Jedenfalls sehe ich sie nicht. Der Beifahrereffekt ist meistens voll da und ihr seht wahrscheinlich mehr als ich. Aber ich muss mich auch ja nicht nur auf die Sucherei hier konzentrieren, sondern auch ein bisschen auf den Timer und darauf auch, dass die Aufnahme trotzdem weiterläuft. Ich habe da eigentlich keine Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm, aber ich traue Software nur so weit, wie ich sie selbst programmiert habe. Und da war ich nicht dabei. So. Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung, ne? Richtung Norden gehen wir gerade. Das ist ja echt toll. Süden. Südosten. Da müssen wir hin. In die Richtung. Sowas. Das ist übrigens auch nur Gras gekröselt. Da habe ich nämlich hier das Gras rausgerissen. Was in unserem Rucksack jetzt den einen Inventarplatz da versperrt. Belegt, besetzt, wie auch immer. So, hier ist noch eine. Nun, reiß sie da raus, Tor. Reiß die raus. Reiß die raus. Sag mal, willst du nicht, wa? Jetzt aber. Alter. Hey, wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie man ziehen kann. Hä? So. Jetzt geht aber weiter hier. 3 Stück nur noch. Es wird doch machbar sein, hier noch 3 Ananasen zu finden. Feucht, die heißt ja nicht Ananasfeucht, die heißt ja Ananas. Die triecht also quasi schon. Ja, glaubst du es denn? Es ist ja nicht wahr. Brr. Wer natürlich so an Ananas einfach vorbeigeht, nur ohne sie zu sehen, sollte man sich nicht wundern. 2 brauchen wir noch.
Ja, aber wir laufen glücklicherweise nicht im Kreis. Wir bewegen uns in Schlangenlinien vorwärts und wir brauchen nur noch eine. Und ich glaube, zur Sicherheit werde ich wohl noch eine sammeln. Falls ich so doof bin und versehentlich eine esse. Können wir nicht, weil, du mach den zu, mach den anderen auf, dankeschön, weil Rucksack ist voll. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt auf den Weg nach Hause. Was irgendwo auf der anderen Seite des Planeten scheinbar liegt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Und wo bin ich? Wo bin ich denn? Tatsächlich auf der anderen Seite des Planeten. Oder? Sag mal, kannst du denn mal hier... Zack. Da sind wir. Da sind wir. Das heißt, wir müssen nordöstlich. Nordöstlich bringt uns gar nichts. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Wahrscheinlich gar nicht. Ah, ist ja toll. Wo ist denn unser Heim, Mann? Wo ist unsere Heimat? Das ist Noctura und dann sind wir hier. Hier sind wir. So. Alles klar, wir müssen südöstlich. Wir müssen südöstlich. Und dann begeben wir uns in der nächsten Folge nach Hause. Da werden wir wohl auch hinfinden. Irgendwie. Oder ich kann auch zwischen den Folgen auch jetzt nach Hause gehen. Das können wir auch machen. Aber ich würde sagen, der Regenwald ist eine Reise wert und der Planet auch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge Echo wieder. Und dann fangen wir endlich an zu kochen und zu backen und, ja, zumindest zu kochen. Also die Salate, die man zwar nicht kocht, aber was soll's. Gut, also bis zur nächsten Folge. Tschüss.